Heute in Regional berichten wir vom Hundeschlittenrennen in Nassau und wir werfen einen Blick auf das Glück auf TV Regionalwetter. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier. Also schalten Sie ein. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Mittwochabend und wir schreiben den 15. Februar 2023. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und begrüße Sie ganz herzlich in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Regional mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region hier bei Glück auf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen. Gestern beschäftigten wir uns schon mit Wintersport und heute bleiben wir auch noch mal bei sportlichen Aktivitäten im Schnee. Allerdings wird es diesmal tierisch. Die Kollegen von Glück auf TV Kanal 9 waren im Areal in Nassau zum Schlittenhunderennen dabei und haben dieses Ereignis mit der Kamera begleitet. Am vergangenen Wochenende fand im erzgebirgischen Nassau das 25. Hundeschlittenrennen statt. Insgesamt verfolgten knapp 2000 Zuschauer das Spektakel im kleinen Ort. Auch das Wetter machte mit, trotz der Nebelschwaden, die über die Strecke zogen. Das Resümee vom Wochenende ist natürlich durchmischt. Einerseits sind wir froh, dass wir das Rennen hätten stattfinden lassen können. Andererseits war natürlich das Wetter eine sehr große Herausforderung. Der Nebel, die warmen Temperaturen haben uns wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben und es war ein schönes Wochenende. Seit 1993 findet dieses Ereignis im beschaulichen Ort statt. Für Veranstalter sowie Gäste war es ein Lichtblick nach den vergangenen Jahren. Im Vergleich zu den letzten Jahren kann man definitiv sagen, dadurch, dass es die letzten 3 Jahre kein Rennen gab, waren viele Zuschauer hier, die wahrscheinlich Lust hatten, endlich mal wieder ein Schlittenhunderennen zu erleben. Die Bedingungen, wie gerade schon angesprochen, waren ein bisschen schwierig, gerade heute sehr weicher Schnee. Aber alle Fahrer haben uns gesagt, der Trail war dennoch sehr gut vorbereitet, es hat viel Spaß gemacht und sie kommen gerne wieder. Im Vergleich zu den letzten Jahren kann man definitiv sagen, dadurch, dass es die letzten 3 Jahre kein Rennen gab, waren viele Zuschauer hier, die wahrscheinlich Lust hatten, endlich mal wieder ein Schlittenhunderennen zu erleben. Die Bedingungen, wie gerade schon angesprochen, waren ein bisschen schwierig, gerade heute sehr weicher Schnee. Aber alle Fahrer haben uns gesagt, der Trail war dennoch sehr gut vorbereitet, es hat viel Spaß gemacht und sie kommen gerne wieder. Doch auch die wandelnden Klimabedingungen machen dem Erzgebirge zu schaffen. So stand erst Tage zuvor fest, ob das Rennen stattfinden kann. Die Organisatoren und Helfer mussten innerhalb einer Woche diese Mammutaufgabe stemmen. Die Zukunft des Rennens wirft Fragen auf. Die Zukunft vom Schlittenhunderennen hier in Nassau ist schwierig. Wir wissen alle nicht, wie die Winter in Zukunft aussehen. Es gibt Wagenrennen im Schlittenhundesport. Wir haben uns bewusst entschieden in den letzten Jahren, wir wollen nur auf Schnee fahren. Wir würden das weiterhin auch als Ehrgeiz uns als Ziel stellen. Aber wir wissen alle nicht, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Deswegen banges Hoffen Jahr für Jahr, ob wir es hier weiter durchführen können. Auf der 40 Kilometer langen Strecke messen sich die 58 Teilnehmer in verschiedensten Disziplinen. Die Wettstreiter reisen aus fernen Gebieten an, um daran teilzunehmen. In den offenen Klassen waren 2 bis mehr als 12 Hunde vertreten.
Während die kleineren Gespanne häufig in der Kategorie Sprint eine Strecke von 12 Kilometern meistern mussten, arbeiteten sich die größeren Gespanne durch die Hauptstrecke. Durch die reizvolle Landschaft mit stark fallendem Tal führt die Strecke durch dichte Wälder und lichte Höhenzüge. Mit seiner einzigartigen Schneesicherheit bildet dies eines der schönsten Skigebiete der Region. Gerade für die kleine Gemeinde hat diese jährliche Tradition eine hohe Bedeutung. Ich weiß, dass in Nassau in der Gemeinde das Schlittenhunderennen einen hohen Stellenwert hat. Schon aus dem Grund, weil die ganzen Vereine beteiligt sind. Und damit ihre finanziellen Mittel auffrischen, sage ich mal. Und da ist die ganze Gemeinde dabei, wenn das Rennen ist. Hauptsächlich halt die Feuerwehr, der Heimatverein und die ganzen Sportvereine. Abseits des Rennens gab es die Möglichkeit, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. So konnte man den Hunden Streicheleinheiten geben und sich über die Rassen informieren. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ob im Festzelt oder beim Naschkasten, für jeden war etwas dabei. Für die Kleinsten gab es sogar Souvenirs zu erwerben. Selbst Thomas Schurich schaut trotz aller Schwierigkeiten optimistisch in die Zukunft. Die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass wir immer herrliche Winter haben können. Wie letztes und vorletztes Jahr, da waren Traumbedingungen, da war blauer Himmel gewesen und zwischen 5 und 10 Grad minus. Ich denke, dieses Jahr haben wir mit dem Schnee auch wieder Glück gehabt und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Klar gibt es Verschiebungen im ganzen Wetter und so weiter und so fort. Dann müssen wir uns halt anpassen. Man kann auch Wachenrennen fahren, nur ein Wachen-Schneerennen kombiniert. Sowas gibt es halt leider noch nie. Und es macht meines Erachtens auch nicht sehr viel Sinn, weil dann die Bedingungen für beide Sportarten nie geeignet sind. Auch wir freuen uns auf eine neue Runde des Rennens im kommenden Jahr. Achtung, Startnummer frei machen. Nein. Startnummer 99, Stefan Finzel. Reinreise Sibirien Huskies. In Freiberg entsteht derzeit ein neues Warnsystem. Dazu errichtet die Stadt insgesamt 14 Sirenen im Stadtgebiet. Die Sirenen dienen ausschließlich zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall, erklärt die Ordnungsamtsleiterin Jana Lützner. Für den Feueralarm wird ein digitales, separates Alarmsystem genutzt, bei dem sogenannte Piepser und eine spezielle Alarm-App zum Einsatz kommt. Bis Mitte 2024 sollen alle Sirenen in Freiberg montiert sein. Schon jetzt werden die installierten Sirenen getestet, und zwar immer mittwochs um 15 Uhr. Dann ertönt ein kurzer Ton von 12 Sekunden. Auch bei der Installation einer neuen Sirene kann es vorkommen, dass die Funktionsfähigkeit kurz überprüft wird. Bei einem echten Katastrophenfall ertönt hingegen eine einminütige Warnung vor einer Gefahr 6 Töne von jeweils 5 Sekunden Dauer mit 5 Sekunden Pause. Und von Sirenen geht es jetzt in unserem Serviceblock und wir schauen in die Polizeiakten. Zschopau, nach Unfall im Krankenhaus verstorben. Ein 85-jähriger Fahrer eines PKW Opel befuhr am Montagabend die Johannisstraße aus Richtung Thumerstraße in Richtung Lange Straße. Offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme kam der 85-Jährige mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer sowie einen parkenden PKW Renault. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Freiberg. Moped nicht beachtet? Am Dienstagmorgen fuhr ein 54-jähriger Fahrer eines PKW Seat von der Anton-Günther-Straße nach links auf die bevorrechtigte Chemnitzer Straße, Bundesstraße 173. Dabei kollidierte der Seat mit einem auf der Bundesstraße stadteinwärts fahrenden Simson-Moped. Der 23-jährige Mopedfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro. Auch heute haben wir wieder einen Serviceblock vorbereitet. Und da melden sich jetzt unsere Kollegen der Service-Redaktion zu Wort. Sie haben einen Produkthinweis für Sie, den Sie beachten sollten. Es geht um Feigen. Danny Obst, bitte.
Die Firma Eurocoop Deutschland GmbH ruft Simply Sunny Feigen getrocknet zurück. Nach Unternehmensangaben wurde ein erhöhter Gehalt des Mykotoxin, Schimmelpilzgift, Ochratoxin A nachgewiesen. Ochratoxin A kann schon während des Pflanzenwachstums gebildet werden, entsteht jedoch überwiegend wie alle Schimmelpilzgifte während der fehlerhaften Weiterverarbeitung. Es tritt durch Fehler in der Ernte, Trocknung, Weiterverarbeitung, Lagerung und Transport auf. Zum Beispiel durch feuchte Lagerung der Pflanzenprodukte. Artikeldetails: Simply Funny Feigen getrocknet. Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 5.2023. Charge OA35002035622-11-630. Inhalt 400 Gramm. Verkauft wurde der Artikel via Penny. Also wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diesen Artikel bei Penny gekauft haben, können Sie ihn gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Wenn Sie am morgigen Donnerstag auf der Dorfstraße in Oberschöna mit dem Auto unterwegs sind, dann achten Sie auf die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen, denn es werden kostenspielige Fotos festgehalten. Also Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Wie Sie heute sicherlich gemerkt haben, lachte die Sonne über unserem Sendegebiet. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Sonnenstrahlen genießen und etwas Vitamin D und gute Laune tanken. Wie das aber für die kommenden Tage aussieht, erfahren wir von Thorsten Lange im Regionalwetterstudio. Ich hoffe, Sie haben den heutigen Tag nutzen können, um intensiv Sonne zu tanken. Denn bis zu 9 Sonnenstunden bekommen wir erst einmal nicht gleich wieder. Und damit willkommen zum Glück auf TV Wetter. Die vorfrühlingshaften Allüren mit viel Sonnenschein neigen sich nun erst einmal dem Ende. Der Sonnenschein hat uns allen sicher ganz gut getan. Aber die Wolken wollen nun erst mal wieder das Regiment übernehmen und dazu auch noch der Wind. Das schauen wir uns aber alles der Reihe nach an. Heute Abend und in der ersten Nachthälfte ist der Himmel über unserem Sendegebiet überwiegend klar, sodass wir eine gute Sicht zu den Sternen haben. In der zweiten Nachthälfte nimmt aber dann die Wolkenbildung zu. Schauen wir uns dazu die Nachttemperaturen an. Und da lesen wir an den Thermometern Werte zwischen 5 und 0 Grad ab. Fehlt dazu noch der Wind? Er kommt leicht aus Südwesten mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 10 Kilometer pro Stunde im Mittel. Der Donnerstag startet dann mit der dichten Bewölkung aus der Nacht. Im Tagesverlauf lockern die Wolken aber auf und die Sonne bekommt nochmal die Chance, uns zu einem fröhlichen Gemüt zu verhelfen. Am Abend nimmt aber die Wolkenbildung wieder zu und mit einem bedeckten Himmel geht es dann in die Nacht zum Freitag. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. Der Tag startet mit Werten um die 2 Grad. Auf den Bergen und in den Hochtälern aber durchaus auch im Minusbereich. Die Höchstwerte, die erreichen wir im Norden am Nachmittag und die liegen dann bei bis zu 10 Grad. Der Wind, der legt schon mal etwas mehr zu und weht im Mittel schwach zwischen 8 und 18 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Und so entwickelt sich das Wetter an den Tagen darauf. Hier ist der Ausblick auf den Freitag und den Samstag. Der Freitag präsentiert sich wolkenverhangen. Immer wieder kann es leicht regnen. Die ein oder andere Auflockerung am Mittag und Nachmittag will ich aber dennoch nicht ganz ausschließen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad. Deutlich spüren werden wir den Wind, denn ein Sturmtief über Nord- und Ostsee schickt seine Ausläufer auch zu uns. Aus Westen pustet der Wind mäßig bis frisch zwischen 20 und 35 Kilometer pro Stunde und in Böen zwischen 45 und 75 Kilometer pro Stunde. Und auch am Samstag dominieren die Wolken. Auflockerungen und Sonnenschein sind eher selten. Dafür wird es immer wieder leicht regnen. Über Dauer und Intensität sind sich die Wettermodelle aber noch nicht ganz einig. Einig ist man sich aber bei den Temperaturen, denn es wird kälter. Die Tageshöchstwerte liegen nur noch zwischen 2 und 5 Grad. Der Wind ist weiter deutlich zu spüren. Er kommt aus Westen und weht im Mittel mäßig bis stark zwischen 20 und 40 Kilometer pro Stunde. Und die Böen erreichen örtlich nochmals teils volle Sturmstärke.
Geschwindigkeiten bis über 80 Kilometer pro Stunde sind durchaus möglich. Also aufpassen, wer unterwegs ist. Und ob der Wind uns dann auch am Sonntag und bis in die neue Woche begleitet, das schauen wir uns morgen hier im Glück auf TV Wetter an. Und damit gebe ich erst einmal wieder zurück zu dir, Kevin. Thorsten, ich bedanke mich für deine Wetteraussichten und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon mit Regional für den Mittwoch. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, ist das natürlich kein Problem. Schauen Sie doch einfach die verpasste Sendung in unsere Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv oder auf unserem YouTube-Kanal Mitte Erzgebirgsfernsehen. Und wenn Sie von Ihrem letzten Ausflugsziel schöne Momente festgehalten haben, senden oder mailen Sie uns doch Ihre Aufnahme im fernsehtauglichen Querformat an folgende Adresse: fotos@glück-auf.tv, damit wir Ihre Fotos in Bilder des Tages oder der Bildschirmzeitung in unseren Sendungen zeigen können. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder einschalten. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.